Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Münsterama. Die zweite Woche Münsterama ist jetzt fast um. Das sind 2 Wochen, in denen wir täglich unter Einsatz unseres Lebens für euch geackert haben. Und das wortwörtlich. Denn unsere Redaktion in den Osmohallen ist einsturzgefährdet. Jede Sekunde können dicke Brocken des Daches auf uns niederstürzen. Das sagt zumindest ein Gutachter, den die Eigentümer jetzt beauftragt haben. Doch wir geben nicht auf, wir halten die Stellung für euch. Allen voran meine Kollegin Judith Barton. Erster Tag nach der Eilmeldung, die Osmohallen. Mein Arbeitsplatz ist gefährdet. Und wie man sieht, Parken in den Osmohallen verboten und man kommt hier auch nicht mehr rein. Gott sei Dank habe ich den Schlüssel. Und jetzt geht's zur Arbeit in die Redaktion. Zu Vorsicht, ne? Man weiß ja nie. Und ich bin jetzt übrigens auch Fan von den einstürzenden Neubauten. Ne? Wir dürfen auch nicht weiter mit der Kamera in die Halle rein, weil wegen akuter Einsturzgefahr. Und dann geht's jetzt erstmal an die Arbeit, ne? Damit die Sendung heute auch fertig wird. Auch unter Lebensgefahr. So. Präpariert und geschützt. Damit mache ich mich jetzt an die Sendung für heute. Glück auf, hier aus Münster. Auch im nächsten Beitrag hat meine Kollegin Judith wieder eine große Bürde auf sich genommen. Doch hier hätten die anderen Redakteure wohl auch gerne mit ihr getauscht, denn Judith war zu Gast bei Pinkus Müller, um sich mal zeigen zu lassen, wie Münsters letzte Bierbrauerei das kühle Blonde herstellt. Aber vor allem, um den Geschmack der Biere zu testen. Hier ihr heroischer Selbstversuch. Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Seit 1816 dreht sich bei Pinkus Müller alles ums kühle Blonde. Aber blond ist hier nicht nur das Pilz, sondern auch das Altbier. Aber zu diesen Feinheiten später mehr im Selbstversuch. Erstmal geht's mit dem Braumeister in den Keller, in den Lagerkeller. Hier finden sich alle nötigen Bierzutaten, wie Malz und Hopfen eben. Wir lagern den kühl und dunkel, sodass er seine Qualität und seine Eigenschaft möglichst lange behält, aber der verändert sich einfach im Laufe eines Jahres. Da muss man, wenn die Ernte dann ausläuft, muss man eben ein bisschen mehr geben. Das ist so ein bisschen so Fingerspitzengefühl, was man dann als Brauer mit den Jahren so entwickelt. Das gelbe Pulver, das ist das, was später bitter schmeckt. Sogenannte Lupulin. Und das entwickelt seine Bittere, aber erst, wenn es mitgekocht wurde. Ganz einfach. Je mehr Hopfenanteil im Gebräu, desto herber schmeckt die Gerstenkaltschale. Hier im Gerbottich kommt die Hefe dazu und die kann schon mal für einen ordentlichen Bierrausch sorgen. Das ist nicht ungefährlich, weil hier entsteht ja die Kohlensäure. Ja. Und wenn man da reinfällt und kommt wieder raus und atmet ein, dann kriegt man eine ganze Brise Kohlensäure. Dann kann man schnell ohnmächtig werden. Ach so, dann und wenn man dann da drin hängt. Und weiter geht's. Nächste Station, der Bierkeller. Eigentlich sogar den ganzen Tag mit Bier zu tun hat. Das ist schön. Schön. Hier lagert der Gerstensaft, je nach Biersorte, mehrere Wochen in riesigen Tanks. Apropos Biersorten, da war doch noch was. Mein Selbstversuch. Und als erstes kommt Pinkus Altbier an die Reihe. Mögen wir wohl, ne? Ja. Oh, das mögen wir wohl. Ja, das ist echt gut. Bockbier, das haben wir letzten Herbst nach langer, langer, langer Zeit mal wieder aufgelegt. Ist das stärker ein bisschen? Das ist stärker, ja. Das hat, ja, ne? So, das hat mehr Umdrehung, oder? Ja, das hat so 6,5% Alkohol. Man merkt das Alter, sofort, das geht direkt. Das ist gut, das ist sehr lecker. Es ist ja in aller Munde, dass die Deutschen sind ja etwas zurückhaltender geworden, was den Bierkonsum angeht. Das merken Ach, wir echt? Natürlich auch. Es gibt bei uns jetzt, nachdem es also, viele... Bier schmeckt ne? Bier schmeckt immer. Ne? Ja. Und es ist ja auch so, dass Alkohol in größeren oder zu großen Mengen verzehrt, ist ja wirklich nicht so toll für... Wirkt sich ja wirklich nicht so toll auf die Gesundheit aus. Aber es ist andersrum auch erwiesen, dass ein halber bis zu einem Liter am Tag Bier ist, hat also eher positive Eigenschaften auf unseren Organismus. Ne? Ja, damit würde ich sagen, ist eigentlich alles gesagt. Ja, lass uns doch gerne mal krachen. Ne? Genau, na dann Prost.
Na dann sag ich mal Prost, ne? Bei der nächsten Veranstaltung gab es leider kein Bier, dafür aber eine Menge Münsteraner Prominenz. Und mittendrin stand Berthold Tillmann, Münsters Ex-Bürgermeister. Denn er ist jetzt Honorarprofessor an der Uni Münster und hält Seminare vor jungen Politikstudenten. Doch wo sind sie denn, die Studenten? Bei der Antrittsvorlesung in der Uni hatten sie sich anscheinend gut versteckt. Dafür waren aber allerlei Silbernacken anzutreffen. Und die örtliche Prominenz aus Politik und Wissenschaft gab sich auch die Ehre. Es war eben alles ein bisschen förmlicher. Doch der Ex-Bürgermeister verspricht, dass die Seminare cool werden. Denn er will auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ja gar nicht so ein trockener Typ, der jetzt einfach nur sich auf die rein fachliche Seite bezieht, sondern natürlich, da kommt viel Persönliches, Biografisches dabei raus. Und wir haben sehr viel Spaß in den Veranstaltungen, aber es wird auch ordentlich gearbeitet. Hart arbeiten, das kann der Ex-Bürgermeister. Und gut reden natürlich auch. Hier zwar noch nicht vor den Studenten, aber das ändert sich ja bald. Und ganz Politiker hat er gleich noch eine Botschaft parat. Ich begrüße all diejenigen, die Studierende der Universität sind, natürlich insbesondere im Fachbereich 6, natürlich nochmal insbesondere bei den Politikwissenschaftlern. Und ich grüße auch alle diejenigen, die das noch tun wollen, also die jetzt noch in der Oberstufe sind, die vielleicht sich auf das Abitur vorbereiten. Ich kann sagen, die Uni Münster ist eine aufregende Angelegenheit und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele nach Münster kommen würden. Ja, da können wir uns dem Schlusswort von Dr. Tillmann natürlich nur anschließen, denn die Uni Münster hat wirklich so einiges zu bieten. Und nicht nur die Uni, auch die Stadt. Und was da alles so passiert, das zeigen wir euch auch in der kommenden Woche wieder. Täglich um 18:50 Uhr bei WMTV und natürlich auch rund um die Uhr bei Facebook. Also, macht's gut!